Der menschliche Körper ist kein Ding, sondern ein Prozess. Menschen konnten sich schon von Krankheiten heilen, lange bevor es Ärzte gab. Für mich ist der wichtigste Aspekt, die Dynamik oder die Physik der Krankheit zu verstehen. Ich will die Schmerzen nicht einfach ausschalten. So korrigiert man das Ungleichgewicht nicht. Man löst das Problem nicht an seiner Wurzel. Die ganze Zeit hatte mein Körper versucht, mir etwas mitzuteilen. Aber es war, als ob ich seine Sprache nicht verstand. Diese Fähigkeit, sich zu heilen, wird von der Ernährung, der Umgebung und von emotionalen und mentalen Faktoren beeinflusst. Das Bewusstsein überträgt die Erfahrungen in Chemie, die Gesundheit unterstützen oder ihren Schutz. Die Art und Weise, wie wir denken und fühlen, eine wichtige Rolle für unsere Gesundheit. Wenn wir die Bedeutung der Emotionen, der Psyche, des spirituellen Wesens und des Bewusstseins des Menschen verstehen, dann kann eine Heilung stattfinden. Heilung ist die Erinnerung an die Vollständigkeit. Vom fragmentierten Geist zum vollständigen Geist. Wir sind die Schöpfer von Wundern. Es geht nicht mehr darum, auf Wunder zu warten, sondern die Ärmel hochzukrempeln und die Wunder selber zu vollbringen. Als ich erkannte, dass wir die Fähigkeit haben, uns zu heilen, dachte ich, warum wird das nicht von allen Dächern gerufen?